Moin, moin, ihr Süßen und herzlich willkommen zum nächsten Projekt. Heute mit ganz viel Liebe im Raum, denn im Team wurde geheiratet, gehochzeitet. Und da soll dann doch jetzt bitte nochmal ganz schnell Geld gesammelt werden und das Ganze hübsch verpackt werden. Und Jenny, kannst du mal und machst du mal? Und ja, Jenny macht, ne? Und zwar habe ich mir überlegt, eine kleine Box. Ich habe mir wieder was Schönes ausgesucht aus der Kreativsammlung, so wie im letzten Video schon. Findet ihr die Anleitung von Claudia? Das ist für mich im Moment echt, wie sagt man denn, ein Segen, dass ich da schnell mal irgendwie ganz tolle Ideen oder schon jemand hat sich schon mal Gedanken gemacht, wie man das zusammentüftelt. Und ich setze es jetzt einfach nur um in das, was ich dann daraus machen möchte und brauche. Also eine Box, wo das Geld mit rein kann und natürlich die Karte, wo alle Leute schnell unterschreiben können und dass wir das dann auch noch zeitnah an das Brautpaar bringen. Denn ihr seht schon, es gibt schon Bilder. Ja, das heißt, also die Hochzeit war schon, wie das immer so ist, ne? Lieber dann, ja, spät als gar nicht, sage ich immer, ne? So, ich habe mir ein wunderschönes Bild ausgesucht von der wunderschönen Braut, aber ihr seht schon, ich habe noch nicht gefragt gehabt, ob den beiden das so recht ist, dass ihre Visage jetzt hier im World Wide Web zu sehen ist. Deswegen klebt hier so ein Post-it drauf, bitte seht das nach und glaubt mir, wunderschön war diese Frau und natürlich der Mann auch. So. Nicht nur eine Box. Ich habe gedacht, dieses schöne Bild können wir auch noch einmal hübsch verarbeiten. Dann können Sie sich das zu Hause gleich hinstellen. Dann haben Sie ein schönes Andenken. Dafür habe ich mir ein bisschen Trockenobst besorgt und ja, einen künstlichen Eukalyptus. Aber hey, die anderen, die brechen und bröseln dann so schnell. Das mag ich nicht. Aber diese ganze Hochzeit, sieht man das hier? Die war so ein bisschen im Vintage-Look, weil die Braut nämlich auch so, wie sagt man denn, Stil hat. Ihr seht schon hier so Mr. und Mrs., das war so aus Holz, ist jetzt leider schwarz-weiß, aber dann ganz viel Eukalyptus dabei und halt dieses Farnzeug, wie sagt man denn dazu, diese Wedel vom Schilf, glaube ich. Ach mein Gott, ey, mit Blumen habe ich es auch nicht so ganz, aber glaubt mir, sehr, sehr hübsch. Und dementsprechend wollte ich das dann so ein bisschen da an dieses Hochzeitsthema angelehnt dekorieren. Also Foto hier einfach rein und dann da vorne nur so ein bisschen edlen Kram drauf, so ein bisschen, ne? Mal gucken. Also heute wird wahrscheinlich dann doch mal die Heißklebepistole herhalten müssen. Ich habe schon ein bisschen Respekt. Aber nicht viel sabbeln, jetzt geht's los. Für die Flipbox brauchen wir einmal irgendwie ein farbiges oder noch, könnte ja natürlich auch halten wie ein Dachdecker. Also ich mache es so, ich nehme ein Designpapier für den Deckel und für den Unterteil der Box habe ich hier wieder dieses Aquarellpapier von Action. Hat diese 300 Grammatur und hat halt auch so ein bisschen Struktur und durch diese 300 Grammatur ist das halt auch so schön fest. Ich mag das ganz gerne für so kleine Boxen. Der Unterteil der Box ist wieder ganz einfach. Kennt ihr eigentlich schon aus den anderen Videos? Hier dieses Stück Papier hat die Maße 19 x 19 cm, ein Quadrat, und wird auf allen vier Seiten bei 3 cm gefalzt. Was nun folgt, ist folgendes. Also ich schneide hier die Seiten jeweils die Laschen ein und dann klebe ich das Ganze wieder zusammen. So, während das Unterteil jetzt hier zusammenbackt und trocknen kann, geht es weiter mit den Deckeln. Dafür hatte ich mir jetzt Designpapier, zwei Stück, einmal in 19 x 14,85 cm zurechtgeschnitten. Das andere Stück war identisch, hatte ich ja schon gesagt. Das müssen wir jetzt falzen und ebenfalls schneiden. Dafür muss die lange Seite angelegt werden und bei 3 cm links und rechts gefalzt werden. Dann machen wir auf der kurzen Seite bei 5 einen Falzzug und 3 cm weiter, also bei 8 cm noch einmal falzen, sodass jetzt hier oben 6,85 übrig bleiben müsste. Ja, das sieht gut aus.
Und nun müssen Teile weggeschnitten werden. Und zwar einmal von hier nach dort. Genauso. Von dem Mittelteil nach außen. Das muss eingeschnitten werden. Und dann von dem Kreuz, wo sich die Linien hier nochmal treffen, von dieser 5 cm Falzlinie ein Stück vor. Und dann schneiden wir das hier ein. Das seht ihr gleich. Was habe ich denn jetzt hier für einen Abstand genommen? Oh, 1 cm, das ist doch schön. Also 1 cm von der Falzlinie weg. Und dann bis zum Fadenkreuz. Zack. Wenn alles zurechtgeschnitten ist und die Falzlinien nachgezogen sind, seht ihr, dann kommt das hier dabei rum. Also so muss das Stück dann aussehen. Jetzt klebt man diese Lasche und diese Lasche so an den Oberteil, an das Oberteil. Kann man das so von der Kamera aus gut sehen? Ich hoffe doch. Das nämlich genau diese Kante auf diese Kante trifft. Und dann wird das Teil hier, was übrig ist, unter die Box geklebt. So. Und dann sollte das so als Deckel funktionieren. Jawohl, das sieht doch ganz schick aus. Gut. Genau. Das mache ich jetzt fertig, also kleben, unterkleben und auch das zweite Teil noch genauso zubereiten und fertig kleben und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist nun die Grundbox quasi, die Flipbox. Erstmal das Grundgerüst, ohne Deko, ohne alles. Und sie öffnet sich so und so. Finde ich ein bisschen was Besonderes, ganz schick. Nicht eine stinknormale Deckelbox oder so, sondern eine Klappbox. Und ihr seht schon, ich habe mich beim zweiten Teil schön verfalzt. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Denn da kommt jetzt ein Aufleger drauf. Dafür habe ich mir hier von Crayolize diese Nesting Lies XXL ausgesucht mit diesem Büttenrand. Die Quadrate haben die. Wo war denn das bei denen mit der Nummer? Ich glaube, das war auf der Folie an sich drauf. Es ist Nummer 93, sehe ich hier. Bei Crayolize. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das so noch findet. Ansonsten verlinke ich euch das, wenn ich es selber noch im Shop finde. Auch bei Kreativdepot gekauft natürlich. So, dann habe ich mir hier schon Papier ausgesucht. Passend. Das eine ist irgendein No-Name-Papier. Keine Ahnung mehr. Und das andere ist von Faltkarten Strukturpuder Rosa. Daraus möchte ich mir einmal Aufleger bauen. Und zum anderen soll da oben drauf meine neueste Stanze getestet werden. Und zwar hätte ich gerne diese wilde Pfingstrose oben als Deko schön drauf. Das heißt, ich stanze jetzt wie verrückt. Ich habe mir jetzt die Blütenblätter jeweils dreimal ausgestanzt. Mal gucken, wie weit ich damit komme, wenn das irgendwie noch zu nicht fluffig genug ist, die Blüte, dann muss halt noch was dazukommen, aber erstmal sieht das ganz schön viel aus. Und dann habe ich mir den Stempel zweimal ausgestanzt. Weiß nicht, ob das vielleicht auch schon zu viel war. Gucken.
Aber bevor ich dann gleich wieder loslaufen muss, da habe ich immer nicht so Lust drauf. Könnte auch schon einmal gereicht haben. Ne? Ich gucke gleich mal, wie eng ich das wickel. Und aus einem etwas dunkleren Grün habe ich mir noch zwei Blätter hier mit ausgestanzt. Dann lege ich mal los mit dem Falzen, beziehungsweise nein, nicht Falzen, sondern ein bisschen Aufbrechen des Papiers, dass die Blüten runder werden, die Blütenblätter, indem ich es einfach über mein Falzbein ziehe, ne? So, in der Zwischenzeit, wo jetzt die Heißklebepistole sich erhitzt hat, habe ich nochmal ein Etikett fertig gemacht. Ein, wie sagt man denn? Na, so ein für den Spruch, dass das hier noch so mit drauf kann. Und zwar ist das einmal aus diesem Creolize Set mit diesen gestitzten Streifen. Dann habe ich das Stempelset im Rahmen Grüße genutzt. Da steht zur Hochzeit. Und einmal die großen Worte. Und da habe ich mir die beiden kleinen Herzchen hier noch hintergestempelt. So, jetzt läuft der Kleber da auch schon raus. Und jetzt werde ich mal anfangen, die Blume hier zusammenzukleben. Die Box hat sich jetzt dementsprechend entpuppt. Also es ist noch Papiergarn dazu gekommen in Mint und Altrosa. Die habe ich hier so noch als Blätterwerk drunter gezaubert. Das Fähnchen an die Seite gehängt, so ein bisschen auch wieder über das Falzbein gezogen, dass da so eine leichte Biegung reinkommt. Und dann habe ich mir Nylongarn in Weintraube ausgesucht. Zum einen seht ihr hier, ist auch ein bisschen lila in dem Designpapier, aber vor allen Dingen möchte ich eine Verbindung herstellen gleich zu dem Bilderrahmen. Und da sollen ja diese lilanen, was ist denn das eigentlich, Klee mit drauf. Und dann passt das alles, glaube ich, optisch schöner zusammen. Ja, also Box ist soweit fertig. Jetzt ist ja gerade die Heißklebepistole am Laufen noch, also werde ich den Bilderrahmen jetzt als nächstes noch fertig machen und dann fehlt noch die Karte.
So, damit die Karte in die Box auch reinpasst, habe ich mir jetzt hier eine Grundkarte von 13x13, nee, Quatsch, 12,5x12,5 cm zurechtgeschnitten. Die Box ist ja 13x13, das wäre mir sonst ein bisschen zu knapp. Dann habe ich noch als wiederkehrendes Element, ich mag das ja, wenn die Sachen so schön zusammenpassen, und ich hatte ja auf dem Bilderrahmen diese Stanze verwendet, diese Outlines. Und jetzt habe ich mir die gestitchten Herzen rausgesucht und habe die auf die Innenseite der Karte eingeprägt. Die Stanze an sich wäre ja jetzt zu groß, aber die meisten kennen das bestimmt von euch, wie man das machen kann, dass man nicht alles einprägt. Und zwar, wenn ich dann bei der Big Shot oder bei eurer Stanzmaschine die Platte auflege, dann legt ihr die oberste Platte nur so weit auf, wie ihr möchtet, dass sie auch prägt. Also jetzt bis zu diesem Punkt hier. Und dann kurbel ich durch, und diesmal habe ich nur bis hier gekurbelt und dann wieder rückwärts schnell raus. Und dann prägt sie auch nur diesen Teil. Und von vorne verschwindet das Ganze jetzt unter dem Kartenaufleger. Da habe ich mir jetzt wieder diese Büttenrandstanzen, diese Quadrate ausgesucht, die ich auch schon auf der Box oben drauf habe. Und dazu diesen tollen Stempel, der alleine schon so schön wirkt. Das ist dieser Alles Liebe zur Hochzeit für euch aus dem Set Elegante Grüße 8. Jetzt das neue Set, ne? Hatte ich ja im letzten Video schon mal in den Fingern das Set, aber es sind einfach auch so schöne Stempel. So, und da will ich jetzt gar nicht groß Trararo machen. Da kommt jetzt hier noch so ein bisschen dieser Klee mit drauf als wiederkehrendes Element. Und vielleicht noch das Papiergarn. Und dann war es das auch schon. Ich mache die Karte jetzt fertig und dann seht ihr gleich das Endergebnis. So ihr Lieben, das war es dann heute auch schon wieder, denn die Karte ist jetzt fertig. Ich habe hier wirklich einfach nur noch das Klebzeug draufgeklebt mit Heißkleber, bisschen Garn drum gewickelt in der Farbe, wie ich es auch auf der Box getan habe, ne? Diese Weintraube hier. Und dann wird die Karte hier gleich in der Box verschwinden und zusammen finde ich mit dem Bilderrahmen ist das wirklich wieder ein schönes Set geworden. Ohne mich selber loben zu wollen, natürlich. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal von vorne, dass ihr es besser sehen könnt. Und dann macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.